Spirits zeigen sich. Hallo, hier ist wieder einmal Kirsten Becker. Heute ist der 8. August 2019. Wir haben 7.59 Uhr und ich habe oder bin gerade dabei, eine Auskopplung zu machen von dem Video Jenseitskontakt mit meiner Oma. Seit einiger Zeit passierten mir immer öfters, dass sich mediale Bilder von Verstorbenen oder wie man auch immer das nennt, spirituelle Bilder, die sich zeigen in verschiedenen Sachen. Ich hatte das letztes Jahr zum ersten Mal am 2.8.2018, als ich im Garten war und in die Vogeltränke fotografierte, wo Westen Wasser tranken, weil letztes Jahr war es ja so unglaublich heiß und ich hatte den Westen eine Vogeltränke gemacht und da habe ich rein fotografiert und später zu Hause sah ich, dass ich zum ersten Mal ein spirituelles Bild da drin hatte. Es gibt zahlreiche Menschen, die das auch fotografieren, entweder in Edelsteine fotografieren, in eine Fensterscheibe, in Wasser. Und dann zeigen die sich immer. Und ich hatte mir das damals gewünscht, na, ob sich das wohl zeigt. Und es hat sich gezeigt. Ich habe dann Bella, der Schäferhund von meinen Großeltern und meinem Opa gesehen. Dazu aber zum späteren Zeitpunkt mehr. Nun habe ich ganz spontan entschlossen, dieses Video zu machen. Und zwar, weil ich gesehen habe, dass in dem Edelstein, und zwar dem Bergkristallherz, was ich von meiner lieben Mama am 28.07.2019 einen Sonntag geschenkt bekommen habe. Da saßen wir gemütlich in unserem Lieblingsrestaurant und dann sagt sie, ach, mir war danach, dir mal wieder ein Herz zu ziehen. Draußen ist so ein Edelsteinherzständer und dann hat sie mir diesen Bergkristall geschenkt, den ich sofort fotografiert habe. Ich habe ihn auf den Tisch gelegt und auf so eine schwarze Hülle von Besteck und habe das fotografiert. Und irgendwie hatte ich auch wieder so dieses warme Gefühl, als ob Oma um mich rum ist. Und am 27.07.2019 war ja ihr Heimgang, wovon ich nicht 2019, Entschuldigung, es war vor 18 Jahren, also 2001 ist das passiert. So, und dieser Tag war so mystisch und aus diesem Grund war ich auch gerade dabei, ein neues Video zu machen. Am Montag, den 8.5. war ich so in den Vorbereitungen und dann sah ich, ich habe mir so die Fotos auf meiner Fotokamera angeschaut, auf meiner digitalen Fotokamera und dann dachte ich, ich schaue nicht richtig. Da habe ich doch tatsächlich ein Frauengesicht gesehen. Und zwar seht ihr das auf meinem Bild oder siehst du das auf meinem Bild rechts unten. Ja, das sieht eigentlich aus wie ein Mannequin. Fast würde ich sagen wie Romy Schneider oder so. Dicke glänzende Lippen wie Lipgloss, Lidschatten mit Wimpern. Und dann sah ich, dass daneben noch ein Gesicht war, und zwar was links davon ist. Das sieht aus wie ein Männergesicht. Ja, und am Montag schaute ich dann noch mehr nach und also da erkannte ich schon, obwohl ich die SD-Karte noch nicht aus dem Fotoapparat rausgenommen habe, ganz viel. Und als ich dann am Computer noch guckte, dann sah ich auf der zweiten Seite, da seht ihr die oberen. Nee, da muss ich später mal gucken. Ich glaube, das war auf der ersten Seite oder zweiten Seite. Das sieht aus wie Madonna-Gestalten. Ganz rechts wie ein kleine Elfe oder ein kleiner Zwerg. Und links unten, das sieht aus wie, wie so ein Priester aus Ägypten oder irgend sowas. Aber am faszinierendsten fand ich doch dieses Frauengesicht und es. Wirklich, es ist nichts in der Nähe gewesen, keine Zeitschrift, gar nichts. Und ich finde dieses Gesicht, es ist auch nicht irgendwie manipuliert oder retuschiert. Also ich habe das wirklich in den Händen gehalten, auch mein Fotoapparat, und habe da nur drauf geguckt und habe gedacht, das kann eigentlich nicht angehen. So, und aus diesem Grund habe ich mich jetzt die letzten zwei Tage hingesetzt und habe mir dieses
Bergkristallherz näher angeguckt am Computer, was ich fotografiert habe, und da habe ich zahlreiche Sachen entdeckt, die ich euch jetzt zeigen möchte, ohne dass ich sie kommentiere. Vielleicht entdeckt ihr selber was anderes oder seht ihr was anderes. Lasst euch Zeit, haltet eventuell das Video an oder haltest du das Video an, wie auch immer, ob ihr euch das gemeinsam anguckt oder alleine, weil ich höre immer wieder, unter anderem, dass auch eine liebe Frau, die mich immer wieder mal kontaktiert, und die guckt sich das zusammen mit ihrer älteren Mutter an. Nun gut, ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Bildern, die kommen von dem Bergkristall, und danach kommt noch die Vogeltränke und die Brille, die Sonnenbrille in Herzform, die ich in einem Optikerladen gesehen hatte, spontan fotografiert habe, aber da komme ich auch zum späteren Zeitpunkt dazu. Als erstes jetzt erstmal die ganzen Bilder, die ich gefunden habe, oder die teilweise sehen ja wie Fotografien aus. Also rechts die Frau rechts unten, die sieht ja wirklich aus wie ein Mannequin oder wie ein Model aus einer Zeitschrift. Nun gut, erstmal wünsche ich euch viel Spaß, wünsche ich dir viel Spaß. Genießt meinen neuen Film und ja, viel Spaß. Bis gleich. Tschüss. Thank you.
Na, wie haben dir die Fotos gefallen? Faszinierend, nicht wahr? Mir gefällt besonders die Madonnen und unter anderem das Model. Obwohl, alle Bilder sind eigentlich faszinierend. Obwohl das mit dem Model, mit diesem wunderschönen Gesicht, finde ich doch sehr faszinierend. Die Lippen sehen ja aus wie Lipgloss. So, nun kommen wir zu meinem Opa und dem Schäferhund Bella. Ich lese mal vor, ich hatte damals bei Facebook die Fotos veröffentlicht, weil ich die so faszinierend fand. Ich lese mal vor, was ich am 4. August 2018 geschrieben habe. Verstorbene spiegeln sich im Wasser. Als ich am Donnerstag, 2.8.2018, in meinem Garten Fotos von den Wespen in der Vogeltränke machte, um 15 Uhr bis 15.14 Uhr, entdeckte ich einen Tag später, am Freitag, den 13.8.18 um 23.15 Uhr, unter anderem einen Schäferhundkopf. Unsere Bella. Einige Augen sowie am linken Ohr von Bella ist noch ein rundes Gesicht zu sehen. Links von der unteren Wespe ist ein Herz zu sehen und noch viel mehr. Ich hatte den Wespen neues Wasser gegeben und die Vogeltränke sauber gemacht. Für einen Moment dachte ich daran, ob sich auch Verstorbene bei mir in dem Wasser spiegeln würden. Ich spürte nämlich sehr stark ihre Präsenz. Ich habe schon vor einiger Zeit Veröffentlichungen von Fotos gesehen, wo Verstorbene auf Fotos sichtbar waren. Sie haben sich auf Wasseroberflächen im Fensterglas und Spiegeln sichtbar gemacht. Ich hatte so das Gefühl, dass es bei mir auch bald so weit sein wird und genauso sollte es nun sein. Ich bin total glücklich. Lieben Gruß von Kirsten. Donnerstag, 4.8.2018 um 0.52 Uhr. Ja, und nur wenig später... Ja, hatte ich dann die Fotos vergrößert und dann hat sich ja am Nachmittag des 4. August 2018 um 14.03 Uhr habe ich dann auch noch ein weiteres veröffentlicht und zwar habe ich das passende Foto dazu gefunden von Opa und Bella, wie du ja hier auf dem Foto auch sehen kannst oder ihr sehen könnt. Ich lese mal vor, was ich dazu geschrieben habe, denn ich habe dieses Foto dann auch veröffentlicht. Mein verstorbener Opa und Bella machten sich sichtbar. Heute Morgen entdeckte ich ein altes Foto vom 21.01.1957, wo mein Opa und Bella genauso abgebildet sind, wie sie sich mir am Donnerstag im Wasser gezeigt haben, als Spiegelbild. Wie ich schon in meinen anderen Posts erwähnt habe, habe ich es erst gestern am Freitag, 3.8. entdeckt. Ich bin tief berührt, denn so hat sich mein Opa noch nie gezeigt als Spiegelfoto, welches es auch wirklich als Foto in meinem Familienarchiv gibt. Ich hatte ja am Donnerstag, als ich die Wespen gefilmt habe und Fotos gemacht habe, an der Vogeltränke die Präsenz meiner lieben Verstorbenen gespürt, aber gesehen habe ich sie da noch nicht. Ich hatte nur für einen Moment gedacht, ob ich auch mal etwas im Wasser, in den Wasserfotos entdecke. Besonders Bellas Augen sind wunderschön. Verstorbene sehe und spüre ich ja sonst nur in anderen Form, in anderer Form, so wie ich es unter anderem in Wir leben ewig, Begegnung mit Verstorbenen bei YouTube beschrieben habe. Sowie in der Tina und in der Mainz in schönen Artikeln veröffentlichen wurden. Und auch Laura und Bella war das ja noch. Ich bin sehr berührt und glücklich, sowas zu erleben. Lieben Gruß von Kirsten, Samstag, 4.8., 14.03 Uhr. Nee, 01. Ja, das ist echt faszinierend, ne? So, und jetzt werde ich nicht weiter quatschen und sappeln. Jetzt kannst du dir ganz entspannt die Fotos angucken, die ich ja jetzt auch nochmal detailliert veröffentlicht habe oder mir gesagt in diesem Video zurechtgeschnitten habe. Viel Spaß!
So, nun komme ich zu den Herz-Sonnenbrillengläser. Was für ein Name. Es war ein herziger Tag. An dem Tag ist nicht nur diese Sonnenbrille in Herzform mir erschienen, wo wir viele Gesichter gesehen haben, sondern es war noch ein Tag mit einigen Herzen, Herzsteine und Herz in einer anderen Form. Es war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein herziger Tag. So, das hatte ich dann auch am 26. September 2018 auf meiner Facebook-Seite Nahtoderlebnis Vision Vorahnung veröffentlicht um 21.57 Uhr. Und ich lese mal vor, was ich damals geschrieben habe und wie der Tag so verlaufen ist, damit ihr mal seht, was immer so passiert. Ich glaube, der eine oder andere von euch hat das erlebt, das auch. Oder hat es so erlebt. Aber das mit den, ja, mit diesen Spirits in den Gläsern und so, das ist wirklich, ja, ich glaube, ich werde mal alle meine anderen Fotos nochmal durchgucken. Ich denke mal, da werde ich auch einiges entdecken. So. Also, ich hatte damals geschrieben, Verstorbene machten sich mir sichtbar in Brillengläsern. Heute Nachmittag war ich in einem Laden, wo es sehr viele Brillen gab. Meine Mutter wollte eine neue Brille haben. Da ist eine Brille für dich, meinte sie und ich sah, dass es eine Brille in Form von zwei Herzen war. Ich lachte, denn wie ja einige von euch wissen, werden mir immer wieder Herzen gezeigt in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel Herzstein auf meinem Weg. Das gab es heute auch wieder, 4 an der Zahl. Plötzlich hatte ich das Bedürfnis, diese Brille zu fotografieren, was ich sofort tat. Wieso fotografiert die Frau die Brille? Hörte ich einen Mann fragen, der ein paar Tische weiter saß. Weder neben mir, noch vor mir oder hinter mir befanden sich Personen, die sich in der Brille hätten spiegeln können. Noch im Laden, wir warteten auf unsere liebe nette Dame, die wir schon seit Jahren kennen und die uns immer wieder sehr liebevoll bedient und auch die passenden Brillen für uns stets findet. Sie hat eben den gewissen Blick und wie sich heute herausstellte, hat sie auch so Gaben wie wir. Wie schön, immer mehr Menschen trauen sich darüber zu sprechen. Nun gut. Nachdem ich die Brille fotografiert hatte, schaute ich mir die Fotos sofort in der Kamera an und vergrößerte dabei die Fotos. Es war klar und deutlich, die zahlreichen Gesichter zu erkennen. Sogar meine liebe Mama sah sie sofort. Eben gerade, als ich die Fotos auf meinem Laptop anschaute, habe ich mich entschlossen, die für mich schönsten Gesichter zu zeigen. Es sind diesmal keine Personen dabei, die ich kenne, aber vielleicht erkennt ja jemand von euch einen lieben Angehörigen. Gebt mir Bescheid, ich würde mich sehr freuen. Auf dem linken Glas ist ein Männergesicht zu sehen, der nach links schaut. In der Mitte des Glases ist ein Mann mit Helm zu sehen. Vielleicht ein Soldat, der auch nach links schaut. Das dritte Gesicht ist genau neben dem Soldaten zu sehen. Es sieht für mich aus wie ein Kind. Auf dem rechten Glas ist ein heller Mann zu sehen mit dicken Lippen und einer Bemalung in der Mitte seiner Stirn. Er sieht so aus, als ob er eine weiße Kapuze aus weichem Stoff aufhat. Wie ich schon seit einigen Wochen immer wieder lese, passiert es sicher es nicht nur mir, dass die Verstorbenen auf Fotos zu sehen sind, sie sich im Glas spiegeln oder Wasser, wie vor einiger Zeit mein Opa und seine Hündin Bella, die sich mir zeigten in der Vogeltränke in Opas Haus und Garten, der immer noch in unserem Familienbesitz ist. Es ist auch für mich neu, dass sich die Verstorbenen so bei mir melden bzw. sich so zeigen. Ich finde es sehr spannend und bin gespannt, wie es weitergeht. Wie schon erwähnt, passiert es auch anderen Menschen so wie mir und es gibt auch Buchmaterial darüber. Ich bin aber sehr überrascht, dass sie sich so bei mir zeigen. Auch sehr erstaunlich ist, wie mein heutiger Tag verlaufen ist. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor, bin aber mit dem Ruf meines Herzens gefolgt. Es sollte wieder einmal so sein. Circa eine Stunde, nachdem ich die Fotos von der Herzbrille gemacht habe, eine sehr teure Designerbrille ist es, sind meine Mutter und ich noch ein wenig gebummelt.
Eine ganze Weile rochen wir einen lieblichen Blumenduft, der uns eine ganze Weile begleitet hat, auch in Geschäfte. Kurz bevor wir dann im Auto waren, fand ich noch 3 kleine Herzsteine, somit waren es 4. Denn nachdem ich wieder einmal die Parkplatzbestellung geklappt hatte, zu einer Zeit, wo wir die kostenfreien alle besetzt waren, wurde für uns einer frei, genau in dem Moment, wo wir vor Ort waren. Ich konnte schon von der oberen Straße aus sehen, dass ein Auto wegfuhr. Wenig später lag dann der erste Herzstein auf unserem Weg. Das war wieder einmal ein himmlischer Tag, wofür ich sehr dankbar bin. Lieben Gruß von Kirsten. Ja, das ist doch immer wieder schön. Und nun könnt ihr euch im Anschluss oder kannst du dir im Anschluss die Fotos dazu anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß. Und demnächst noch mehr von dem 27.07.2018 Jenseitskontakt mit meiner Oma. Alles Liebe wünscht dir Kirsten. Tschüss.